Wir testen heute dieses 20 Euro China-Werkzeug gegen den Original Viking-Arm für 200 Euro, also das Zehnfache. Und die Frage ist, sind das smarte Werkzeuge und lohnt China oder sollte es das Original sein? Und damit willkommen zu den Baufunk 24 Werkzeug-News mit einer weiteren Ausgabe von smarte Werkzeuge. An meiner Seite der begehrenswerte, beneidenswerte, gut gelaunte Dominik. Ja, moin. Treue Zuschauer haben es auf Instagram gesehen, wir waren gestern bei Twinbush und haben unsere Kfz-Werkstatt-Ausrüstung so ein bisschen komplettiert. Wir haben ein bisschen den Einkaufswagen bestückt, Hebebühnen, Reifenmontage. Auch da sind so ein paar smarte Werkzeuge, seht ihr in zwei Videos. Aber heute geht es mal wieder um smarte Werkzeuge, die alle hier auf dem Tisch liegen. Und wir haben 10 Stück an der Zahl, beziehungsweise 10 Gruppen. Ne? Genau. 10 Arten von Werkzeugen. Da würde ich sagen, fangen wir direkt mal an mit diesem schönen Gerät, wo sich wahrscheinlich die meisten von euch fragen werden, was ist es überhaupt, was kann es? Das zeigen wir euch. Es ist rot, es hat einen Akku, es ist von Milwaukee, 18 Volt und es ist ein Gewindestangenschneider. Ein Werkzeug, was relativ exotisch ist, aber was wir schon lieben gelernt haben und auch vermisst haben zwischendurch. Und du hast mich auf die Idee gebracht, als wir nämlich Motorrad restauriert haben und brauchten dann halt verschiedene Schrauben und dann war die eine Schraube doch einen Tacken zu lang, dann fängst du an. Wie oft war ich dann in der Werkstatt mit der Flex dann irgendwie und dann musst du noch entgraten, dann musst du noch so ein bisschen rundfallen, dass die Mutter wieder drauf kriegst. Gefühlt warst du den ganzen Abend verschwunden. Ich hatte ja, es war quasi mein Hobby für die Zeit. Fand ich aber gut. Aber du meintest ja auch, guck mal, da gibt's doch was. Und dann habe ich mich umgehört, umgeschaut. Und kam mit diesem schönen Werkzeug wieder. Was kann es? Erzähl es, doch mal. Es kann Gewindestangen schneiden oder aber auch handelsübliche Schrauben von M6 bis M12. Und der Clou ist, es schneidet die Schrauben, aber die sind dann wirklich entgratet und haben diese, also haben keinen Grat, du kannst direkt genau, in das wird so aufhören. Scharf abgeschnitten oder abgetrennt, abgeschert, wie man das jetzt sagen möchte, so dass man sofort eine Mutter draufdrehen kann. Es ist ja ein relativ spezielles, nischiges Werkzeug schon. Und ich denke mal, wir sind jetzt hier im normalen Werkstattbereich gar nicht der gedachte Anwender, sondern ja, Anlagenbauer, ne? die auf der Rüstung oben stehen, immer wieder Kabelkanäle. Genau, da ist ja die Gewindestangen von der Decke hängen, genau. Die müssen dann auf ein gewisses Maß ab. Da kannst du ja auch nicht mit vorgefertigten Maßen arbeiten, weil du musst ja immer gucken, wie hoch muss ich. Das ist ja auch das Schöne an der Gewindestange. Du kannst ja deine Kabelbrücke und alles anpassen, genau. Aber willst keinen Überstand haben. Genau. Es kann aber auch sein, dass du zum Beispiel keine Funken entstehen lassen darfst. Also fällt die Flex da schon mal weg und da kommt das natürlich super zum Einsatz. Ja, zeig doch mal. Erstmal, du kannst den theoretisch natürlich auch so aus der Hand verwenden, ne? Ja. Aber so ist es fast so ein bisschen so eine stationäre Maschine. Richtig. So habe ich das auch viel besser im Griff. Und du hast aber verschiedene Einsätze, das heißt, die musst du lösen mit einer Schraube und dann drehst du sie und dann hast du eben die Einsätze von M6 bis M12. Genau, und da solltest du auch darauf aufpassen, dass da der richtige Einsatz gerade gewählt ist, weil sonst könnte ich mir vorstellen, dass die auch drunter leiden oder das wird auch nicht funktionieren. Ne? Ist es jetzt wichtig bei der Schraube, ob ich von hier oder von dort komme? Ja, weil du hast hier definitiv einen Anschlag, weil diese Backe hier rüber drückt und dir sonst die Schraube oder die Gewindestange wahrscheinlich um die Ohren hauen würde. Angenommen, du würdest jetzt eine Schraube hier wirklich manuell kürzen wollen. Was hast du mindestens an Länge noch? Also du solltest auf der Seite, brauchst du immer 3,8 cm oder 38 mm. Okay, also die kürzeste Schraube, die du dann letztendlich hast. Genau, ist 8. Mach doch mal auf Maximum, dann gucken wir gleich nochmal. Das ging schnell. Also für das, was es macht, finde ich es auch sehr unspektakulär. Weil mal eben eine Schraube durchknacken, wenn du das mit einer Zange machst oder so. Naja, aber es wird ja eigentlich nicht geknackt. Ne? Und wenn du das mit der Zange versuchst, hast du halt einen Grat dran, kaputt, verbogen. So, wenn wir jetzt nachmessen, was haben wir für eine Länge? So, da kommen wir ohne Kopf auf eine Länge von 28,5 mm. Das ist jetzt das Kürzeste, weil die Mutter hat es ja, die Schraube hat es ja wirklich am Anschlag. Ne? Genau, den Schraubenkopf hatte ich am Anschlag. Finde ich, pfiffiges Werkzeug, hat auch den Innensechskantschlüssel hier am Gerät selber. Den brauchst du für die verschiedenen Schneidköpfe, wie wir sie auch immer benennen wollen. Akkumäßig ist jetzt hier ein 2 Ampere schon vollkommen ausreichend, weil das Ding hat, hörst ja auch, das hat so eine Untersetzung, da ist nicht jetzt extrem viel Power vom Akku gefordert.
Aber es ist so ein bisschen Power zwischen Daumen und Zeigefinger. Das muss sein, ne? Ja. Weil wir liegen bei brutto. So ja, 580 Euro. Online-Preis. Online-Preis. Ja. Den kleinen Exoten haben wir euch verlinkt. Könnt ihr mal unter das Video schreiben, ob ihr sowas kennt, beziehungsweise ob ihr es gebrauchen könnt oder ob ich euch anders behelfe. Ne? Auf jeden Fall smartes Werkzeug. Und auch, finde ich, muss ich sagen, Kompliment an Milwaukee, weil da siehst du wieder, die machen unheimlich nischige Werkzeuge. Ja, definitiv. Also was ich halt super finde, ist das mit diesen Wechselbacken. Ne? Selbst wenn die mal irgendwann verschlissen sind, die kriege ich als Ersatzteile nach. Ja. Ich hätte anfangs gedacht, dass man das vielleicht gar nicht wechseln muss, dass das Ding irgendwie so super duper smart ist, dass du einfach reinhaust und dann zack, weg. Aber ganz so krass geht's nicht. Macht ja auch Sinn. Ne? Wie gesagt, du hast ein Gewinde und das muss dann natürlich auch auf zölliges Gewinde angepasst sein, theoretisch und auf metrisches. Ne? Genau. Ja. Dann brauchst du manchmal einen Moment bei der Arbeit, manchmal brauchst du einen Drehmoment. Und da haben wir was Schönes, was ja, per se erstmal, Drehmomentschlüssel sind nicht unbedingt smart, das ist normales Werkzeug. Hier haben wir aber nochmal zwei digitale, die wir nochmal so ein bisschen smart in der Anwendung fanden. Hätten wir übrigens gestern gebrauchen können, ne? Ja. Als wir Felgen montiert haben oder Reifen aufgezogen haben. Selbst meine Motorradfelgen haben Reifendruck-Kontrollsensoren oder Kontrollsystem, RDKS auch genannt. Ja, das heißt, wenn du heute irgendwie einen Satz Felgen, dann ist nicht mehr nur die Felge, dann kannst du auch nochmal 50 bis 80 Euro so für so einen Sensor drauflegen. Musst du auch gucken, welchen Sensor du hast. Zum Beispiel beim Tesla ist so ein BLE-Sensor. Beim Touareg habe ich andere Sensoren. Und bei BMW sind die nochmal anders. Da sind die Felgen sogar hohl gegossen. Ist das Ventil, weil es durch die Speiche geht. Genau. So, und auch da ist natürlich gefragt, dass du das Ding nicht da reinwirkst und dann macht es knack. Ja, kann passieren. Kann passieren. Ist uns jetzt nicht passiert, ne? Keine Angst, aber wir hatten tatsächlich diesen Drehmomentschlüssel da nicht dabei. Und dann haben wir erstmal so ein bisschen handwarm. Wir werden das aber nochmal dann nachziehen, nachkontrollieren. So, was haben wir hier? Es ist digital. Drehmomentschraubendreher. Gleich vorweg, wenn du normalerweise sagst, du hast einen Schraubendreher, der kostet vielleicht 20 Euro. Dann musst du hier nochmal die Karten neu mischen, denn hier musst du schon Ehrfurcht haben, wenn du das Ding rausnimmst. Wir haben hier ein Set, was 1600 brutto? Zwischen 1600 und 1700 laufen die im Internet. Das ist natürlich ein absolutes Profi-Werkzeug, aber was kann es? Es kann im Prinzip die ganze Reihe von Schraubverbindungen machen. Es kann aber auch, weil du hier ein Viertelzoll hast, kannst du jetzt wunderbar so als, drehen. Als T-Griff. Löst das denn aus oder ist es nur anzeigend? Das ist sowohl als auch kann der. Der hat eine mechanische Auslösung, soll aber laut Internet ein Update bekommen, wo es denn ein Piepsignal bekommt. Okay, noch kann er nicht piepen? Nee, noch nicht. Aber er kann ratschen? Ja, in beide Richtungen. Und hat einen Messbereich von 0,6 bis 6 Newtonmeter. Also am Fahrrad vielleicht nochmal die Carbongabel. Ich habe so Felgen für einen Tesla für den Sommer von New Aero und die haben so eigene, sehr schön gemacht wirklich, die haben Nabendeckel aus Alu auch, ja. Und da sind wiederum Schrauben dahinter und da steht echt gelasert, glaube ich, ne? Genau. Auf diesem Deckel war gelasert. Steht nochmal drauf, Drehmoment 0,5 Newtonmeter. Das heißt, die Fliege muss ich draufsetzen, damit er angezogen ist. Auf den Schraubenschlüssel. Genau, du hast hier auch noch Lichtsignale, USB. Loggt der auch die Daten? Damit kann man 2500 Daten loggen und dann müsste man ihn quasi auf null zurücksetzen. Also wer meint, er hat schon alles und braucht nochmal einen richtigen Overkill in der Werkstatt, der gönnt sich diesen Schraubendreher für 1700 Euro. Aber wie gesagt, das ist schon krasses Werkzeug. Der Einsatzbereich ist natürlich auch relativ spitz. Ich habe früher Drohnen gebaut, teilweise komplett aus Carbon mit Titanschrauben, Aluminiumschrauben, um auch das letzte Gramm Gewicht noch zu sparen, um ein bisschen mehr Flugzeit rauszuholen. Und da hatte ich auch schon so einen kleinen Proxon Mikro-Klick, glaube ich, um diese Drehmomente von 06, 08, 1, 2 oder sowas zu drehen. Ja, damit wäre es Endstufe gewesen. Aber so ein Gerät ist natürlich auch in der Industrie zu Hause, wo du Verschraubungen hast, die protokolliert werden müssen. Das ist was Genaues, ne? Ja. Auch ganz krass, das Display bei dem Stahlwille ist ein OLED, ne? Ja, ist ein OLED. Ein OLED. OLED. Man spricht die Buchstaben eigentlich einzeln. Man sagt nicht LED. LED auf organischer Basis. Deswegen steht da ein O am Anfang. OLED.
Es heißt OLED. Wenn du jetzt sagst, naja, finde ich vom Prinzip gut, aber 1700 Euro habe ich jetzt nicht gerade locker, euch kann geholfen werden. Ich habe diesen digitalen Drehmomentschraubendreher von VIA auf der letzten Eisenbahnmesse gesehen, dachte, kenne ich ja noch gar nicht. Und du hast auch schon mitgearbeitet. Genau. Hier hinten habe ich eine Rändelschraube, wo ich das Drehmoment einstellen kann. Aber bevor ich das Drehmoment einstelle, hier hinten ist der An- und Ausknopf. Also das ist ein bisschen exotisch bei dem Gerät. Bei allem würde ich es vorne vermuten, ist hier aber nicht. Aber ich kann jetzt hier nicht einfach irgendein Bit reinstecken, sondern da hat sich VIA gedacht, wir haben mal einen eigenen Aufnehmer. Den muss man dann nämlich hier reindrücken. Dann rastet der wunderschön ein. So, dann kann ich mir hier mein Drehmoment einstellen. Von Drehmomentbereich ist von? Drehmoment 1 bis 5 Newtonmeter. Der kann auch speichern. Ich kann 2500 Mal denselben Drehmoment abrufen und der speichert mir dann Die Anzahl. Die Anzahl, okay, wie oft also der Counter. Okay. Genau. Aber der protokolliert nicht. Also du kannst nicht die Daten auslesen, nein, als Protokoll oder so. Nein, das geht bei dem nicht. Ich meine, hier liegen wir natürlich auch bei einem Preis von um die 180 Euro. Ich finde, er liegt angenehm in der Hand, ist gummiert. Ja. Ne? Ist natürlich schon mal nice. Ist sehr nah an einem normalen Schraubendreher, etwas schwerer und du hast eben natürlich diese Anzeige, wobei die Anzeige ist schon relativ klein, aber sonst hätte man es ja irgendwie so machen müssen, da hätte man es vielleicht etwas größer machen können. Der Griff wäre hier eine ganze Ecke dicker geworden. Genau. Und ich denke mal, die wollten das einfach für die Hand machen. Wichtig natürlich bei dem VIA ist, dass er das Drehmoment oder die Auslösung wirklich mit einem Klick macht. Also er hat eine mechanische Auslösung. Es ist jetzt nicht wie bei einem Stahlwille, wo du da was einstellst, schon digital und dann passiert das, sondern du stellst es mechanisch ein, es löst auch mechanisch aus, er zeigt dir nur den Drehmomentwert digital an und kann eben auch noch den Zähler machen. Das mit dem Bit finde ich interessant, aber ich denke, das liegt auch darin, dass diese ganze Drehmomentaufnahme intern ist und da musst du erst mal rankommen. Genau. Alternative wäre natürlich gewesen, ich hätte jetzt einfach hier sofort eine Aufnahme, was der Grund ist, wisst ihr vielleicht. Hier dachte ich am Anfang, das wären LEDs, sitzen aber tatsächlich Schrauben. Das wäre natürlich nochmal das Highlight gewesen. Ja. Haben wir auch sogar so einen, ne? Ja. Diesen Bithalter von Würth, seht ihr hier mit Licht, finde ich auch sehr smart. Wollten wir heute eigentlich gar nicht zeigen. Haben wir den schon mal gezeigt? Nee, ich glaube noch nicht. Den wollten wir zeigen. Verlinken wir mal, aber den zeigen wir euch demnächst mal. 50, 60 Euro habe ich bezahlt? Das kann ich dir nicht sagen. Ja. Kennst du das Video, wo ich bei Würth Schrauben gekauft habe? Für 60 Euro? Nee, 40 Euro? Nee. Ja. Voy a la playa, via su viola mare. Finde ich ganz cool. Tatsächlich haben wir in dem Bereich ja auch verschiedene Drehmoment-Schraubendreher, Schraubenschlüssel. Es gibt ja zum Beispiel von VIA auch diese Einsätze, die du beim VDE-Schraubendreher einfach draufsteckst, wie so ein Bit-Adapter, und dann sind die mechanisch und begrenzen das Drehmoment. Aber das sind dann feste Werte. Wenn du zum Beispiel sagst, du bist jetzt irgendwo, hast du in einem Schaltschrank Klemmen und weißt, okay, 1,2 Newtonmeter, dann packst du das Ding da drauf und hast keinen Stress. Auch sowas geht. Sowas haben wir euch aber auch schon alles mal gezeigt. Ne? Die Liste smarte Werkzeuge, wie immer, da oben natürlich verlinkt. Wenn ihr neu dazugekommen seid, nehmt euch mal eine Woche Urlaub und dann könnt ihr das mal bingen. Nächstes smartes Werkzeug bei uns in der illustren Reihe der schönen Werkzeuge sind Japansägen. Und jetzt fragt ihr euch, was ist daran denn smart? Ich muss euch da recht geben, wenn ihr das Gleiche denkt, weil eigentlich sind sie nicht so smart, bis auf dass es Zugsägen sind. Und so eine Japansäge gilt ja auch bei vielen wirklich so als ja, wahres Handwerkszeug. Ja. Tatsächlich finde ich es auch cool, wenn du wirklich mal so ein bisschen Holz sägst mit einer Japansäge, weil das hat so ein bisschen was Meditatives. Du bist drin, du fühlst es, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. So, aber jetzt kommst du. Jetzt komme ich. Was ist smart? Guck dir mal die Länge deiner Säge an und versuch die mal mitzunehmen. Und jetzt nimmst du die einfach mal mit. Die kannst du auseinandernehmen. Die passt in jede Werkzeugkiste. Gut, man muss natürlich sagen, ich könnte hier auch abschrauben. Die könntest du jetzt auseinanderschrauben. Ja. Das ist aber eigentlich nur, wenn du das Blatt wirklich wechseln willst, weil es kaputt ist, weil du mal eine Schraube angesägt hast. Aber macht man da eigentlich nicht. Und hier ist es wirklich das Schöne, die kann ich mir
So, dann habe ich die Hälfte davon. Ja. Der Griff ist ja auch ein anderer, weil die Japansägen sind ja klassischerweise so. Ja. Und hier hast du so ein bisschen ergonomischen Griff. Aber der Witz an der ganzen Sache ist jetzt hier, das sieht nach traditioneller Japansäge aus, kommt aber made in Germany von der Firma Augusta. Auch gar nicht so teuer. Ist eine Kataba 270. Kataba bezeichnet die Form oder die Art dieser Japansägen. Und das ist eine Farmex. Farmex ist ja Werkzeugvertrieb, die Zentrale in Deutschland. Aber die Säge ist tatsächlich dann jetzt made in Japan. Kostet einen Punkt, so auch. Die liegt um die 25 Euro. Und die, ja, auch. Ja. Und du hast noch was rausgefunden. Ja. Das ist Carbonstahl und das? Ist C75 Bandstahl. Ja. Jetzt wisst ihr alle Details und Geheimnisse dieser beiden Japansägen. Aber klein, aber feines, smartes Werkzeug. Jetzt haben wir ein smartes Werkzeug. Das hatte ich lange Zeit unterschätzt. Ich habe das schon sicherlich vor 2-3 Jahren mal irgendwo gesehen und dachte, ja, könnte man mal. Dann habe ich auf den Preis geguckt, war damals, meine ich, so um die 120 Euro. Dann dachte ich, könnte man auch mal nicht. Mittlerweile liegt der Preis bei 200 Euro. Und was liegt da nahe, als so ein Viking-Arm vielleicht vom Chinamann zu nehmen? Zumal der Chinamann auch gerne gönnt und sagt, hör mal, 2 Stück für 40 Ocken. Ja. Statt einer für 203, was ich bezahlt habe. Kurz vorab, was macht man mit einem Viking-Arm, mit einem Wikinger-Arm? Mit einem Wikinger-Arm. Also solcher Bauart. Was liegt einem nahe? Also man kann damit zum Beispiel Türen wunderbar ausheben. Ist dann für den Maler, der die Tür lackieren will, zum Beispiel. Ich habe es jetzt ganz oft gesehen, dass Küchenbauer dieses Gerät sehr oft verwenden, um die Küche auszurichten. Auf den Punkt gesagt, du kannst aber Sachen mit anheben. Genau. Ne? Mit deiner Hand. So ein bisschen wie eine umgedrehte Schraubzwinge oder so eine Schnellspannzwinge. Wir haben ja hier eine Belastbarkeit bzw. eine Tragfähigkeit von 150 Kilo. 150 Kilo, ja. Das ist schon enorm. Wir haben, glaube ich, sogar schon mehr. Ja, wir hatten definitiv mehr. Und es ging gut. Hier schweigt sich der Hersteller direkt erstmal aus. Naja, wir haben dasselbe ja damit probiert. Und wie man sieht, ist es auch schon verbogen. Also. Ja. Hier ist gutes fernöstliches Trompetenblech verwandt, was sich dann allerdings im Dauertest nicht so gut bewährt hat. Man muss es sagen, das Ding ist hier zwar teuer, aber es strahlt eine unheimliche Wertigkeit aus. Das ist hier alles Guss, das ist massiv, also das ist jetzt hier kein Guss. Dann das sind, ist verchromt und du hast eine Entriegelung hier. Du hast aber auch die Möglichkeit, dosiert wieder abzulassen, was du ja bei dem nicht hast. Hier hast du wirklich wie bei, es könnte auch, vielleicht war es im früheren Leben mal eine Silikonpresse für 7,90 Euro aus dem Baumarkt. Das ist schon alles sehr günstig. Ich meine, klar, machen wir uns nichts vor. Das Ding kostet im Set Stück 20 Euro. Was erwartest du da? Du sagst, es ist im Prinzip ein Schrottwerkzeug. Ja, ich finde es schade, dass du es gekauft hast und wir das jetzt hier rumstehen haben. Es nimmt einfach nur Platz weg. Sagt man vielleicht, okay, vergiss 100 Kilo, vergiss 50 Kilo. Vielleicht hast du auch mal was nur 20 Kilo wiegt. Oder was zum Beispiel eine Tür, um eine Tür auszuheben. Ja, aber wenn das Fett in dem Scharnier ein bisschen älter ist, dann, wenn man die schon mit der Hand nicht rauskriegt, klar, dann brauche ich es hiermit auch nicht versuchen. Ja. Dann freue ich mich doch über den hier. Das ist auch total genial, weil, kennt ihr, was Dominik gerade sagte, du willst eine Tür ausheben, dann sitzt sie so ein bisschen saugend in den Scharnieren und dann bist du, wenn du dich nicht ganz geschickt anstellst, eventuell auch dabei und verkantest die so ein bisschen. Und dann weißt du, okay, die müsste jetzt eigentlich kommen, kommt nicht, weil du irgendwie nicht. Und das ist total easy hiermit. Deswegen ist das Werkzeug an sich natürlich schon mal smart. Also sagen wir mal, dass wir hier das absolut nicht empfehlen würden. Es gibt auch nicht so viel dazwischen. Wir haben das schon länger in der Werkstatt, haben das hier und da echt mal benutzt. Wir haben zum Beispiel hier die Hammer-Kombi-Maschine stehen. Die haben wir auf der einen Seite tatsächlich auch schon mal angelupft, um da was drunter zu stellen. Und die ist weitaus schwerer. Wir haben es einfach probiert, es ging. Und dann kam uns auch so die Idee beim Tor. Wir haben das Tor gebaut, auch da. Das Tor ist relativ schwer. Da kannst du auch schlecht mal sagen, okay, ich will mal eben jetzt hier gerade justieren, halt du mal eben fest. Das machst du nicht. Das machst du nicht. Und dann auch genau auf die Höhe zu kommen, auch schwierig und das ist echt so easy. Und wir haben uns diese Woche unterhalten, meinten, eigentlich musst du so ein Ding in der Werkstatt haben. Definitiv. Was mir dann noch eingefallen ist, wenn man einen neuen Kühlschrank bekommt, den muss man ja auch einstellen. Und wie schwer ist das? Aber wenn ich mir den damit vorher ausrichten kann, dann ist es ja einfach, unten die Füße rauszudrehen. Also es kommen immer mehr Ideen, wenn man so ein Gerät hat. Es gibt natürlich noch eine Alternative. Wir haben euch mal die Pumpkissen gezeigt. Die sind auch schon krass, sind deutlich günstiger.
Siehst du die gleiche Anwendung oder? Das Kissen ist ein bisschen dünner. Hier habe ich halt 7 mm, die ich definitiv haben muss, damit ich unter das Bauteil komme. Du kommst aber natürlich nicht so hoch, weil genau. Ne, du kannst natürlich hier. Ja, hier komme ich ja bis 215 mm. Ja. Dann bin ich aber auch nur begrenzt durch die Schraube. Das heißt, wenn ich hier einen längeren Arm hätte, würde ich wahrscheinlich noch höher kommen. Kannst du im Prinzip in deiner Eigentumswohnung als Treppenlift benutzen. Qualität kommt natürlich auch nicht immer, aber oftmals wirklich auch mit Gewicht. Und hier haben wir irgendwie rund 900 Gramm. Das wiegt ja, 1,4, 1,5 Kilo. Ist wirklich eine andere Liga. Und hier muss man wirklich sagen, schade ums Geld. Nicht kaufen, liebe Kinder, hinter dem Bildschirm. Kennst du MC Hammer? Kenn ihn gerade noch so, ja. Ja. MC Hammer wäre stolz gewesen, wenn er so einen Hammer gehabt hätte. Kennst du Cypress Hill? Cypress Hill, na klar. Ja, Cypress Hill hat auch ein Lied mit Hammer. Ja? Ja, aber es war ungezogen. Okay. Kenne ich nicht. Vielleicht wisst ihr das. Könnt ihr mal auf das Video schreiben. Mehr will ich jetzt nicht verraten. Das wäre ein Lied, was heute mit einem E gekennzeichnet werden würde. So, aber okay. Mich wundert ja auch gar nichts mehr heutzutage. Nein, in der Musik. Nach der Musik, die du gestern im Auto kurz anhattest. Egal, wir wollen einen Hammer zeigen, der smart ist. Und zwar einfach diesen Picard-Latthammer, der einfach eine Nummer länger ist. Wo du auch denkst, ist das smart? Ja, wenn du damit umgehen kannst, kann das smart sein, weil du ein bisschen mehr Iban im Ärmel hast. Und da wir den hier in der Hand hatten, hast du gesagt, da kannst du auch noch mal den zeigen. Genau, weil ich der Meinung bin, der hat genau dieselbe Länge und den finde ich einfach super. Es ist tatsächlich fast ähnlich vom Hämmern, auch hier zum Nagelziehen. Ja. Du hast keinen Magnet hier, aber es ist ja wirklich ein Hammer-Multitool. Es ist auch so ein klassisches Abbruchwerkzeug. Genau. So wird er halt auch deklariert, ne? Weil ich habe hier noch diesen kleinen Arm dran, womit ich zum Beispiel Hölzer besser auseinandernehmen kann. Kuhfuß hast du dran? Ja. Ist das ein Kuhfuß? Ich weiß nicht, also ich glaube eher, ich weiß nicht, ob das mit dem Kuhfuß, müsste andersrum sein. Damit so, wenn du jetzt hier einen Nagel rausziehen willst oder so, machst du so, ja, aber den Nagel ziehe ich doch damit raus. Du kannst ja hiermit auch Nagel ziehen. Du hast hier einen Nagel rüberstehen, gehst du rüber rein, dann ziehst du so, dass der verklemmt und dann hebelst du so raus. Ach so, und ich habe den immer daran aufgehangen. Ja, das ist nicht so richtig. Schön gummiert das Ganze, ne? Kennt man von Fiskars. Wir haben ja auch, glaube ich, neulich nochmal die Machete gezeigt. Ja. Die war auch sehr schön. Also, die haben schon schöne Sachen. Aber zwei verschiedene Paar Schuhe. Das ist so oldschool hier auch mit dem Ledergriff. Der Fiskars ist ein bisschen schwerer, 1380 Gramm. Dieser wiegt, glaube ich, so 1,2 Kilo. Ja, 1130. Oder 1130. Wollen wir jetzt, uns jetzt nicht um 70 Gramm streiten. Aber preislich wieder? Ja, liegt der um die 120 und der liegt um die 60 Euro. Ja. Müsst ihr für euch mal entscheiden, ob das vielleicht was für euch sein könnte. Aber ich denke mal, da auf der Baustelle bist du da bist schon Chef mal. Mit. Bist du Chef. Heißt Picard 796, wie immer, für euch unter dem Video verlinkt. So, nächstes smartes Werkzeug, wieder bei den Kollegen von Milwaukee gelandet. Erinnert mich so ein bisschen an Ghostbusters mit dem Geistersauger. Wobei den Ghostbusters-Sauger gibt es auch von Milwaukee, da ist nämlich dieses Rückengestell. In dieser Bauform, den gibt es im Prinzip als M12, also 12 Volt und M18 im 18 Volt Bereich. Ich finde, die haben von der Saugleistung, müssten wir nochmal vielleicht genau gegeneinander testen, aber gefühlt sind die sehr, sehr ähnlich und gerade der 12 Volt finde ich erstaunlich für ein 12 Volt Gerät, weil du packst da so einen kleinen Akku rein und das Ding macht wirklich Leistung. Was hier schön ist, du kannst hier diesen Saugschlauch, hier kannst du noch so eine Polsterdüse reinmachen, die ist irgendwo wie ECH. Ach weg, ja genau. Saugschlauch gefällt mir gut, weil der relativ kurz ist. Du kannst aber den... Der wird lang. Der wird schön lang, ist aber... Ja, fühlt sich nicht spillerig an. Weißt du, es gibt auch manchmal so Schläuche, die dann sind ja, da irgendwie... Ja, vom Kunststoff her, die machen einfach keinen guten Eindruck. Ja, und du hast hier im Prinzip eine Düse, obwohl es... Also es ist halt ja abgewinkelt, ist auch wenn du so im Auto oder sowas so Ecken hast, kommst du ganz gut mit klar. Der Staubsauger an sich ist jetzt nicht das smarte Teil, sondern das smarte Teil ist dieser Bürstenvorsatz. Kennt man so aus dem Heimbereich. Zum Beispiel, ich habe einen Dyson, der hat das auch. Aber dieser wird ganz normal angesteckt. Es gibt jetzt übrigens kein Teleskopro oder so, zumindest haben wir keins. Aber du siehst ja auch, das ist hier ein Handgriff.
Du hast hier auch noch eine Saugkraftregulierung, wobei ne, mehr Power ist immer gut. Und es ist jetzt ein eigener Akku, das heißt, dieses Gerät hat eine eigene Stromversorgung, machst du auch separat an. Das wäre natürlich jetzt nochmal cool, wenn man das pairen könnte oder paaren. Ist nicht wirklich laut. Nee, also da fällt dann nicht groß auf. Was ich aber sehr cool finde, es hat auch irgendwie so einen Gadget-Faktor, ist einfach die Lampe hier. Ja. Das ist quasi der Kit-Staubsauger. Damit kann man auch nochmal nach 22 Uhr, wenn einem das Mehl im Auto kaputt gegangen ist, im Kofferraum, kann man damit seine Frau nochmal schnell losschicken, das Auto sauber machen. Ist das so? Ja. Oder sonntags. Also relativ dezent. Saugkraft ist da. Ja. Und gerade mit der Bürste macht gerade im Auto Sinn, wenn du da irgendwie so Späne oder irgendwie so Sachen in den Teppichen drin hast, zieht er die gut raus. Ich habe die letzten Male das Auto mal eben ausgesaugt und da kommst du auch mal wieder drauf. Du fährst mit dem Auto los oder willst los, denkst, ein bisschen dreckig gerade irgendwie, ja, und dann jetzt erst einen Sauger rausholen und. Und du bist hier so flink mit am Start. Und das hat auch noch wirklich so einen Effekt, das macht auch noch Spaß. Es ist ja smart und es macht Spaß zu bedienen. Und bei dem Staubsauger finde ich auch gut, sowohl bei 12er als auch bei dem 18er ist, du kannst dich auch einfach draufsetzen. Ich weiß nicht, ob es offiziell ist, aber wenn ich irgendwo da am Rumsaugen war oder am, was weiß ich. Draufsetzen ist in Ordnung, aber draufstellen solltest du dich definitiv nicht. Nee, steht hier sogar was? Steht hier, no step. Ja, gut, weil hier wegen kippelig, ne? Aber ich sag mal, no risk, no fun. Wenn du von der Sitzhöhe fällst, tust du dir, glaube ich, nicht weh. Kann aber auch an der Tischkante wehtun. Kleiner Funfact am Rande, dadurch, dass es ja komplett autark ist, kannst du es im Prinzip an jeden Staubsauger machen, zumindest auch den M18, aber auch für jeden, der hier einen Innendurchmesser von 33 mm hat. Ja, eventuell hast du ja irgendwie einen anderen Staubsauger von einem anderen Hersteller, der würde passen. Und du brauchst einfach nur so eine Bodendüse. Preislich, das Gerät um die 100, meine ich, und der Sauger um die 140. Ja, finde ich auch fair. Also klar, könntest du jetzt denken, 100 €, aber ich finde, das hat was. Und überleg mal, was du für so einen Dyson-Sauger auch bezahlst. Haben wir euch ja letztens gezeigt, diesen Akku-Adapter. Haben sich auch einige Leute direkt bestellt, habe ich gehört oder gelesen. Unser nächstes smartes Werkzeug ist ein Schweizer Taschenmesser und zwar in verschiedenen Versionen. Wir haben euch ja schon mal zwei Teile nur über Taschenmesser kredenzt und ich bin ins Archiv gegangen, habe ein paar schöne Taschenmesser rausgeholt, um euch die nochmal zu zeigen. Denn die Idee kam mir, als ich neulich in Südafrika war und ich habe seit Jahren diesen Victorinox Mini Champ am Schlüsselbund. Ne? Warum? Weil du hast so einen kleinen Mini-Werkzeugkasten. Flaschenöffner, gut, kannst du auch sagen, kannst du auch mit anderen Sachen, aber du hast auch nicht immer einen Zollstock und ein Feuerzeug dabei. Dann ganz wichtig aus meiner Sicht auch mal eine Nagelfeile oder eine kleine Schere, weil du reißt dir mal so einen Nagel unterwegs ein, blöd. Kannst du hiermit auch fixen, dann hast du noch einen Kugelschreiber, du hast eine kleine Lampe, du hast auch noch einen kleinen Kreuzschraubenzieher etc. pp. Also da ist einiges dran, aber die Kollegen in Südafrika am Flughafen haben mir das abgenommen. Ich weiß nicht, ob es wirklich jetzt ein Sicherheitsrisiko war oder ob die sich gedacht haben, könnten wir auch gut gebrauchen. Hier und da kommt da ja mal was weg. Und dann hatte ich das Teil erstmal nicht. Und dann habe ich aber auch gemerkt, wie mir das fehlt hier und da. Und da dachte ich, das ist echt ein smartes Werkzeug. Und ich habe diese Mini-Champs auch in verschiedenen Versionen nochmal hier rausgeholt. Es gibt zum Beispiel den einen, wo du einen USB-Stick hast. Dann gibt es einen mit einem Holz. Griff, also Holzgriffschalen, sehen sehr charmant aus, finde ich, sehr cool. Das ist eigentlich ein reines Nagelpflegetool. Also das klappst du hier aus und hast du so einen großen, also richtig großen Nagelclipser, wie man ihn auch sonst kennt. Oder hier für dich farblich. Ne? Oh, das finde ich super. Möchtest du haben? Ja. Na komm, nimm. Das ist schön. Ja, du bist ja wie viele Jahre bist jetzt bei mir in der Firma? 20 Jahre. 20 Jahre. Das finde ich auch sehr schön. Das ist diese Alox-Serie. Das sind dann Griffschalen aus Aluminium, ist ein bisschen hochpreisiger, aber so ein kleineres, wo nicht so viel dran ist, aber immerhin auch schon eine Schere und in diesem Falle sogar auch der Kugelschreiber, um die 20 €. Ne? Also finde ich cool, denkt man nicht dran, was man da alles mitmachen kann. Ich finde es ein bisschen schade, dass bei wenigen der Flaschenöffner dabei ist.
Und da gibt es auch welche, wenn du zum Beispiel jetzt sagst, du möchtest absolut keine Konflikte am Flughafen, dann gibt es so eine Serie noch, wo auch gar kein Messer dran ist. Also da können sie dann wirklich nichts. Und das ist, glaube ich, der kleinste, den wir hier haben. Da sind auch nicht so viele Funktionen. Ich glaube, das ist so der Klassiker für einen Schlüsselbund, oder? Ja, du hast ein Messer, du hast eine Nagelfeile. Und einen Schlitzschraubendreher. Schlitzschraubendreher und natürlich nicht zu vergessen, Pinzette und einen Zahnstocher. Ja, ich muss sagen, die Pinzette immer wieder Helfer, gerade hier in der Werkstatt. USB, Metall. Ah, hast einen Span oder so, ja, im Finger, ne? Genau. Also ich habe so ein Ding im Auto liegen, in der Werkstatt, überall, alleine nur wegen der Pinzette. Die verlinkt man natürlich alle nochmal, aber das finde ich auch ein cooles Geschenk, wenn es derjenige auch versteht. Ich könnte mir vorstellen, dass es einige gibt, ah, was soll ich jetzt sagen, Schlüsselbund oder so. Aber wie gesagt, du lernst es lieben, wenn du es einmal hast. Und das wurde mir auch nochmal klar jetzt, nachdem ich ihn, weiß ich, 2-3 Wochen nicht hatte. Dann habe ich mir sofort einen neuen besorgt. Ja, ansonsten Taschenmesser, man kennt sie ja, die etwas dezenteren Versionen. Da brauchst du aber einen Gürtel. Auf jeden Fall. Aber es geht ja noch weiter im smarten Bereich, denn auf der einen Seite hier so ein Rescue-Tool, haben wir euch auch schon mal gezeigt, da hast du hier so ein Glasknacker dran, um Fensterscheiben zu zertrümmern oder auch gerade ja Sicherheitsglas, weil das ist ja schon relativ hart. Ja. Wenn du das wirklich auf dem Schrottplatz kaputt machen willst, da wunderst du dich, wie du dagegen nicht ballerst. Ne? Ja, ja. Und das Smarte hier an diesem Rescue-Tool ist, du hast eine Scheibensäge. Da kannst du Verbundglas mit aufschneiden. Denn auch eine Verbundglasscheibe, die hängt dann irgendwie so durch, aber deswegen ist sie ja noch nicht weg. Die musst du wirklich zersägen. Ne? Könntest du hiermit machen. Schöne Farbe. Dann habe ich noch was Smartes. Das ist jetzt auch so eine Empfehlung von Herzen von mir, weil es gibt von Victorinox diese Universalmesser und weißt du selber, wir haben in der Firma massenhaft davon. Ich habe zu Hause welche. Das ist quasi das Brotmesser 2.0. Ja. Weil du kannst endlich mal vernünftig deine Brötchen durchschneiden, ohne dass du ein eigenes Brotmesser noch am Tisch haben musst. Du kannst Gemüse schneiden, du kannst aber damit auch schmieren. Diese Version kannst jetzt klappen, das heißt, kannst du dir vielleicht ins Auto legen oder beim Motorrad oder wo auch immer. Dann hast du ein ordentliches Messer, preislich unter 20 Euro. Ja. Denn klar, ein Taschenmesser geht auch, aber mit dem Taschenmesser ein Brot schmieren oder so, ja, oder ein Brötchen schneiden. Geht, aber ist dann Behelf. Hier ist es absolut kein Behelf. Und ja. Und wenn ich das in der Lehre damals schon gehabt hätte, hätte ich meine Brötchen nicht immer mit dem Cuttermesser aufschneiden müssen. Aber schmieren konntest du das nie mit dem Cuttermesser, das hättest du hiermit gekonnt. Stimmt, stimmt. Deswegen. Musst du natürlich nur mal einmal ordentlich abwischen, damit der Schmotter da hier nicht in dem Griff nachher ist. Dafür hast du ja die Brötchentüte. Ne? Genau. Also sehr schönes, wertiges Werkzeug in dem Sinne. Und dann hatte ich neulich einen Zuschauerkommentar gelesen oder es hat mir jemand auf Insta geschrieben, ich weiß es nicht mehr. Und zwar sagte mir der Kollege, dass sein Multitool, diese Art hier, The Leatherman oder so, gar nicht mehr am Start ist, denn er hat sich eine Cobra oder einen Zangenschlüssel XS gekauft und hat den dann in Kombination in so einem Etui mit einfach einem Schweizer Taschenmesser. Und das wäre jetzt so eine Option. Hier hast du eine kleine Wapu, wo du wirklich schon mit ordentlich angreifen kannst. Plus du hast nochmal ein Messer mit Schraubendreherfunktion, ja, Messerfunktion, Schere. Und diese Tasche gibt es von Victorinox, gibt es einzeln. Kannst du dir dann alles so zusammenstellen. Kannst du auch sagen, vielleicht hast du ein Taschenmesser in einer anderen Konfiguration, wo eine Schere oder eine Feile oder irgendwas dran ist oder eine Säge. Du bist hier, haben wir mal umgerechnet, um die 50 Euro. Um die 50 Euro bist du dafür. Kannst du einen Gürtel machen. Hast du auf jeden Fall was, was so ein bisschen exotisch ist, was vielleicht nicht jeder hat. Wenn du sagst, du möchtest vielleicht das Ganze mit einem richtigen Multitool haben oder auch mit einem größeren Messer, du könntest dir auch so eine Tasche von Kniepex kaufen. Die gibt es ja auch einzeln. Auch hier gibt es als Set mit Zangenschlüssel oder mit Wapu. Aber dann hättest du hier ebenfalls noch Möglichkeit, so ein schönes Taschenmesser reinzumachen. Ich sag mal, dieses schwarze wäre natürlich schon etwas größer von den Funktionen. Wir haben zum Beispiel diese Größe, steht Victorinox drauf, war aber früher mal ein Wenger-Taschenmesser. Also Wenger hat diesen Formfaktor rausgebracht. Der passt auch noch da rein. Dann wird es hier etwas eng. Aber ich muss sagen, ich finde diese Kombi richtig geil, weil du hast jetzt hier einen Zangenschlüssel. Ja. Ne? Und wer ihn kennt, weiß, was du damit auch alles machen kannst. Aber mit diesem
Gerät hast du dann auch nochmal eine Säge, eine Zange, also so eine kleine Zange mit Drahtschneider, ja, Schraubendreher, eine Lupe, ein Kompass, Pinzette, Korkenzieher. Ich glaube, in so einer Kombination, das haben viele gar nicht auf dem Schirm. Das Setup ist schon echt gut. Und das ist echt gut, weil du einen richtigen Zangenschlüssel hast, den du ja bei einem normalen Multitool so nicht hast. Da hast du ja in der Regel diese Kombizange. Das zum Beispiel Victorinox Swiss Tool, unser Klassiker, unsere Empfehlung, mögen wir lieber tatsächlich als den Leatherman. Haben wir euch ja auch schon mal eigene Sendung drüber gemacht, verlinke ich gerade nochmal oben. Da sind wir sogar mit dem Cayenne über die Dinger drüber gefahren. Wer es ausgehalten und wer nicht, sieht man dann. Aber die sind einfach aus meiner Sicht schöner, wertiger verarbeitet. Die laufen schöner. Ne? Du hast einen Leatherman, glaube ich, ne? Ich meine, ich habe einen Leatherman sogar mit der Tasche ans Moped gemacht, damit ich es nicht immer am Gürtel habe. Aber kennst du die? Die Victorinox? Ja. Ja, mein Vater hatte immer eins. Ich war also kleine, so eins? Ja, ich glaube eine Nummer größer. Das ist ein Messer. Hier gibt es natürlich noch diese Version mit diesen kleinen Ratschen, mit der kleinen Knarre, mit der Verlängerung. Aber auch da, wenn du jetzt ein kleineres Messer nimmst, dann würdest du hier diese kleine Mini-Ratsche auch noch reinbekommen. Und die hat eine Standard-Sechskant-Aufnahme. Gibt es auch einzeln, lass mich lügen, 30 Euro, 40 Euro. Also ist jetzt nicht für 2,50 Euro zu haben, macht aber auch einen sehr wertigen Eindruck. Ist ein sehr schönes Tool. Und wenn du jetzt mal sagst, okay, du brauchst vielleicht beim Motorradfahren nur zwei Torx-Größen. Ja. So, was machst du? Packst du die hier noch dazu? Noch Fragen? Nee, aber irgendwann wird die Tasche zu klein, dann kommst du doch zur großen Tasche. Ja, du willst ja nicht, aber überleg mal, das beim Motorrad oder so, das ist doch mega. Weil das hat keiner so. Und du hast eine Ratsche, du hast einen Zangenschlüssel. Noch nicht. Ich wette, wenn das ausgestrahlt wird, sehe ich jeden Dritten so rumlaufen. Könnte sein. Also ich finde es gut. Danke nochmal an den Zuschauer, der mich auf die Idee gebracht hat, denn danach bin ich wirklich angefangen, die Sachen nochmal zu kaufen, diese Taschen und das auszuprobieren. Das Problem ist natürlich, du musst ja wissen, ob das jetzt so passt, aber das passt, das passt. Und du kannst natürlich auch den Zangenschlüssel gegen die kleine Wapu XS tauschen. Und ich mache mal Folgendes, wir verlinken euch quasi diese Sets. Dann wisst ihr auf jeden Fall, das passt. Und ansonsten kommt ihr vorbei und haut ihm einen auf den Kopf, wenn es nicht passt. Das ist aber undankbar. Ansonsten, wo wir gerade hier bei smarten Werkzeugen sind, das sieht aus wie ein normales Taschenmesser, ist aber so ein Zwitter zwischen einem Multitool und einem Schweizer Messer. Du hast hier eine Kombizange. Ganz kurz gezeigt. Und hier hast du einen Bithalter in dem Etui. Hier hast du lange Bits. Kannst du reinmachen. Klick. Und jetzt kannst du winkelig drehen. Hast also auch ordentlich Even im Ärmel. Und das Schöne ist, auch hier haben die Schweizer jetzt wieder keinen Sonderweg genommen, sondern du hast normale Sechskant-Bits. Hast natürlich jetzt keine Ratsche. Das wäre es natürlich noch. Drei haben wir noch. Mini-Tools. Das ist, kommt gerne mal abhanden. Ich glaube, jeder kennt es, der eins hat, ein Schweizer Taschenmesser. Ja, du hast. Da ist der Korkenzieher dran und in diesem Korkenzieher ist halt dieser Schraubendreher. Der ist noch fest, der wurde noch nie oft benutzt. Ist dieser kleine Schlitzschraubendreher. Der übrigens nicht Serie ist. Es gibt Modelle, die haben den nicht. Genau. Du kannst ihn aber jederzeit auch nachkaufen. Ich bin wieder bei Südafrika. Ich wollte gerade sagen. Ich hatte eine Sonnenbrille, der ist mir hingefallen, Glas ist rausgesprungen, ich hatte keinen Schraubendreher. Ja. Das habe ich mich geärgert. Da hast du dich geärgert. Und dann, na gut, ich meine, das Kleine haben sie dir sowieso abgenommen. Ja, du hättest es eh nicht dabei mit dem, gehabt. Mit dem Kleinen hätte ich das nicht gemacht, weil das, ja. Das Kleine hat diesen Feinen nicht. Genau. So, die Frage ist jetzt, wenn du vielleicht noch mehrere Taschenmesser unterwegs hast oder hast vielleicht verschiedene Schraubengrößen, hier hast du die Möglichkeit, gibt es so ein Set, da sind sie alle dabei. Schlitz, Kreuz, ein kleiner Torx. In Sechskant. Genau. Das Schöne ist natürlich, es ist alles farblich sortiert, weil die Dinger sind schon echt so klein, da musst du dir schon die Brille aufsetzen oder die Lupe. Damit du weißt, was ist. Aber da kannst du dann natürlich nach der Farbe gehen. Jetzt frage ich mich nur, der rote ist ein Insexkant. Aber der ist so klein, da frage ich mich gerade, wofür? Könnt ihr mal schreiben. Habt ihr klassischen Anwendungsfall für so einen Mini-Insexkant? Oder also, Mini-Torx? Ja, das ist alles irgendwie Uhrmachergröße, ne? Ja. Ich habe aber noch was bestellt. Ja. Den hatte ich schon, den noch nicht. Das sind diese Swisscards, heißen die. Fürs Portemonnaie. Genau, fürs Portemonnaie, so Kreditkartenfach, finde ich auch ganz smart. Auch hier, du hast eine Schere, das sieht zwar schon sehr
spacig aus. Rudimentär aus. Funktioniert aber tatsächlich. Kannst du ja sogar hier mitführen. Dann eine kleine Leuchte. Wobei die LED ist jetzt, finde ich, mittlerweile nicht mehr ganz so sexy. Weil es ist eine relativ normale LED als Notleuchte irgendwie im Schlüsselloch zu finden oder so, okay. Aber es gibt ja mittlerweile schon ganz kleine Taschenlampen, die richtig hell sind. Hier noch eine Lupe, finde ich ganz praktisch. Und so ein kleines Multitool. Hier hast du 4 Schraubendrehergrößen. Sogar ein Kreuz auf die Größe, so ein bisschen adaptiert. Funktioniert einigermaßen. Messer hast du auch dabei und Kugelschreiber. Den hast du auch, glaube ich. Und eine Pinzette. Also ich habe den Kugelschreiber, den Zahnstocher, die Pinzette und ich habe hier noch eine Nagelfeile drin mit Schraubendreher. Messer haben wir beide, muss ich halt entscheiden. Ne? Willst du schöne Nägel haben oder willst du gut gucken können? Ja, aber... Eine Taschenlampe hast du auch nicht, ne? Nee, die Taschenlampe habe ich nicht, aber ich habe noch ein kleines Maßband, hätte ich jetzt fast gesagt, also eine kleine Skala, ne? Ja. Finde ich schon cool, wenn du weißt, du hast sowas immer dabei. Aber weißt du, was das Wichtigste ist? Wenn du es brauchst, musst du sofort Klick machen. Ich habe ja sowas dabei. Das kennst du das? Ja. Dass du weißt, irgendwo hattest du im Auto irgendwas, dann hast du ein Problem, hast dich da rumgefummelt und das, ich habe doch da Werkzeug. Und dann setzt du dich wieder ins Auto und denkst, ach Mensch, ja, da liegt's doch. Ja. Schön. Last but not least. Habe ich auch aus dem Archiv geholt. Eigentlich sollten wir den hier haben, weil das Ding ist echt gut. Ja. Messerschärfer. Messerschärfer. Ist extra auch gedacht für die Schweizer Taschenmesser und ganz einfach. Ja, kannst du wunderbar mal hier rüberziehen. Ne? Und es ist natürlich sehr einfach. Das müsste man den Vorher-Nachher-Test machen, aber ich will jetzt nicht so dolle mit dem Finger da drauf. Ja gut, das Messer ist neu, aber man kennt das auch. Man hat ein Schweizer Messer, was vielleicht schon ein bisschen... auf dem Buckel hat und dann ist das irgendwann stumpf und... Ja, aber das reicht ja manchmal, wenn du am Schneiden bist irgendwas und kommst mal auf den Stein, ne? Dann hast du hier eine kleine Macke drin, die willst du raushaben. Ja gut, eine Macke ist schon... Ja, da musst du ein bisschen länger schleifen, aber es geht. Es hat ja hinten noch mehr Knopf auf. Ich kann sie wieder zumachen, dann fasse ich einmal ein bisschen tiefer an und dann habe ich einen Wetzstein. Und dann kann ich richtig auch mal die großen Messer... Solltest du wissen, wie du es machst und was du tust, genau. Sonst hast du dein Messer auch eventuell versaut. Ne? Das nächste smarte Werkzeug ist die Daumenratsche. Haben wir euch schon gezeigt hier, Lebensretter in der Not. Engineer kommt aus Japan, haben wir euch schon mal hier diese smarten Zangen gezeigt, mit denen du eben auch Schrauben lösen kannst. So ein bisschen in die Richtung wie die Twin Grip von Kniepex. Hat auch so ein bisschen die Funktion. Also ich finde das... Macht einen wertigen Eindruck. Du hast ja einfach 2 Innensechskanten und damit wechselst du die Drehrichtung. Du hast ja keine Umschaltung. Hier ja. Hast du eine Umschaltung, dafür 6 Kanten, 1/4 Zoll. Ist auch etwas preiswerter. Das liegt so um die 20 Euro mittlerweile, Vigor 15 Euro. Ich finde die Vigor nicht ganz so wertig. Ich muss dazu sagen, ich finde das nicht so schön, dass die Kerbungen so klein sind, weil kriegst du halt nicht so viel Druck drauf im Gegensatz zu hier. Aber Neuzugang hier, das Ganze nochmal von Facom oder ja. Facom. Auch in 1/4 Zoll mit Umschaltknarre und gerändelt. Dadurch habe ich halt super Grip. Ne? Ist schon massiv schwer. Wir haben jetzt eine Ratsche mit 72 Zähnen. Die Umschaltung ist schon fast so in Richtung eine normale Ratsche. Ja. Ne? Oben der Kopf. Wir können ja mal die Waage rausholen. Fangen wir mit der an. Genau, ist Alu, ne? Ja. 44 Gramm, 45 Gramm. Und den Kollegen hier, 114. Ja. So dazwischen ist, glaube ich, eher. Ja. Ja, 55. Also, das ist schon von der Wertigkeit, so von der Haptik, Anfassgefühl schon cool. Und insgesamt, der wirkt größer, ist aber vom Durchmesser außen letztendlich nicht größer als die Engineer. Mein Favorit wäre in dem Bereich eigentlich die Engineer. Ja. Und dann für 1/4 Zoll würde ich die noch nehmen. Denn ja, die ist noch etwas flacher. Aber das also ist ich muss ja sagen, wenn man sie alle nebeneinander hält, hat die nur den 6-Kant, die nur den 4-Kant und die hat halt beides. Also für einen, der der Meinung ist, ich kaufe mir nicht die beiden, nehme ich halt die. Oder ich nehme nur die und mache hier einen Adapter drauf, wie zum Beispiel mit einem 4-Kant, dass ich dann auch die Nüsse drauf machen kann. Mhm. Ne?
Also hier könnte man natürlich auch einen Adapter drauf machen für Bits. Also klar. Nur dann kommst du natürlich in der Bauhöhe wieder etwas weiter. Deswegen also als wir die das erste Mal gezeigt haben, haben sehr viele das bestellt. Also hat wohl einen Bedarf getroffen. Ne? Brauchst du nicht oft, aber du hast es immer mal wieder. Ja. Im Auto manchmal für Verkleidungsteile, ja. Im Motorraum. Bewährtes smartes Werkzeug hier jetzt nochmal in einem Neuzugang bei uns. Habe ich durch Zufall gefunden. Für 40 Euro. Also preislich natürlich auch schon Oberliga. 15, 20, 40. Wie immer, Preise ohne Gewähr. Ihr müsst echt auf die Seite gucken. Ist ja manchmal volatil. Übrigens letztens, unser Evergreen Brennstuhl PL200 Lampe, ja. Habe ich jetzt gesehen für 24 Euro. Oh. Die ist natürlich irgendwo weitestgehend ausverkauft. Wahrscheinlich. Aber wie gesagt, 11,78 Euro habe ich bezahlt. Ich habe schon 16 Euro Ende letzten Jahres bezahlt. So, wenn wir schon gerade über Lampen sprechen, haben wir auch noch ein paar smarte Lämpchen hier. Die generell Lampen haben wir euch auch schon öfter gezeigt. Wir haben, glaube ich, mal live oder so schon diese HZ gezeigt mit dieser Dockingstation, Wandhalterung. Ja. Lädt induktiv, ist magnetisch, Lampe drauf, Lampe lädt. Ja. Nicht nur Lampe, sondern theoretisch auch Handy. Das Problem ist nur Handy, kannst du nicht an der Wand machen, das fällt runter. Aber dafür haben sie sich auch noch ein USB drunter gemacht, könnte ich jetzt rein theoretisch auch mein Kabel vom Handy reinstöpseln. Erstmal das, aber du könntest es natürlich theoretisch auch irgendwo hinlegen, wobei du willst ja eigentlich ein bisschen Platz sparen. Aber generell finde ich eine coole Sache, wenn du irgendwo Werkstatt hast, da hängt die Lampe, Lampe hat einen Platz, ist immer geladen, einsatzbereit. Oder du siehst zum Feierabend, ob du sie auch rangehängt hast, damit sie am nächsten Tag wieder voll ist. Genau. Dann gibt es noch diese Version, die ist etwas kräftiger, etwas fülliger. Haben beide Flächenbeleuchtung mit dieser COB-LED und beide ein Spotlicht. Und dann hat mal ein Zuschauer irgendwo kommentiert und mir geschrieben, hey, guck doch mal, Philips hat auch ganz gute Lampen. Dann habe ich mal geguckt, was es da so gibt und habe einmal so ein bisschen den Warenkorb befüllt. Die sind jetzt auch schon ein bisschen länger bei uns in der Werkstatt. Wir haben auch so ein bisschen die mal benutzt. Erstmal das Thema hier magnetisch, aber die laden nicht induktiv. Nee. Eher so oldschool. Du hast hier diese Kontakte und wenn die Lampe hier drauf ist, dann rastet die so ein bisschen ein und jetzt würde sie laden. Das Ganze wird hier mit USB-C versorgt. Ist, meine ich, ein Netzteil dabei gewesen. Aber irgendwie, wir haben 1000 Netzteile irgendwo, man packt die, da machen wir schon gar nicht mehr aus. Nee. Weil du denkst, okay, du brauchst ja nicht noch mehr Kabel. Und auch diese Lampe würde an diese Dockingstation passen. Und jetzt haben wir drei verschiedene Lampen mit wirklich komplett verschiedener Ausrichtung. Erstmal hier haben wir welche mit einem hohen Farbwiedergabeindex. Das heißt hier Detailing und so. Ja. Dann hast du hier diese Flächenleuchte, die kannst du auch knicken. Kann auch Sinn machen, weil die Lampen haben jeweils alle einen Magnet. Das heißt, je nachdem, wo du das Licht brauchst, ob du es jetzt so hinstellst als Auflicht, kannst du ja auch irgendwo hochstellen, lässt es nach unten scheinen, was auch immer, bist du flexibel. Was ich bei dieser Lampe noch gut fand oder finde, ist, du hast eine Ladezustandsanzeige, okay, in Prozent, also eine numerische Anzeige und Flächenleuchte, dimmbar, Spotleuchte und wenn du lange drückst, dann hast du eine UV-Lampe. UV-Lampe, wofür brauchst du eine UV-Lampe? Ich will es jetzt nicht sagen. Genau, ähnliches habe ich auch gedacht. Du kannst aber ja, für bestimmte Bereiche einfach gucken, wenn du zum Beispiel Dichtigkeitsprüfung oder so machst und du hast dann so ein Lecksuch-Spray, was so UV-mäßig leuchtet, dann könntest du das ableuchten. Ich glaube, der TÜV macht das auch beim Stapler mit Risssuchspray. Ja, sowas. Gibt es natürlich auch noch den Effekt, dass einfach diese Neonfarben, diese fluoreszierenden Farben und das Schwarzlicht echt grell sind. Und wenn du jetzt so ein paar Werkzeuge hast, dann könntest du auch mal eben ableuchten, dann würde das sofort aufleuchten. Oder habe ich einen Zollstock vergessen? Via zum Beispiel. Wir haben einen Elektriker-Zollstock, der ist so neonorange, glaube ich. Und die machen das genau aus dem Grunde, damit du das schnell mal eben wiederfindest auf der Baustelle. Damit es sich quasi anstrahlt, im wahrsten Sinne des Wortes. Leuchte, Preis habe ich jetzt nicht im Kopf. Ich meine 70, 80 Euro? Ich glaube Mitte 70. So, aber das Smarte geht noch weiter. Das ist eher so die kleine Version. Kannst du hier aufstellen, drehen und so weiter. Kannst du natürlich auch anmachen, das soll es geben. Dann hast du hier oben in der Spitze deinen Spot. Hier hast du die Flächenleuchte.
kann es jetzt auch drehen. Kann auch ganz schön sein, je nachdem. Aber was ich jetzt hier bemängel, ist, dass es nicht smart. Die geht nicht aus, wenn du sie zusammenklappst. Das ist schade. Gibt es ja Leuchten. Zum Beispiel, ich glaube, die Hilti, die große, wenn du die runterklappst, geht die aus. Bin ich jetzt auch nicht so im Thema, welche das jetzt hat. Wir haben so viele Lampen. Das Tragische könnte nämlich jetzt sein, was heißt tragisch, aber wenn du jetzt hier drauf guckst und nicht genau hinguckst, du siehst gar nicht, dass die leuchtet. Nee, du könntest jetzt auf der anderen Seite sehen, anhand der LEDs. Ja, aber lass die hier so stehen, guck. Ja. Wird dir jetzt so im normalen Betrieb nicht auffallen. So, und dann wäre sie leer. Klar, ist ja aufladbar. Du musst diese Ladestation nicht haben. Die gibt es im Set, meine ich. Die gibt es aber auch separat. Du kannst sie auch ganz normal mit USB-C aufladen. USB-C immerhin. Finde ich auch ein Nervenschoner. Ja. Weil brauchst du nicht gucken, wie rum. Wie aus Versehen mal verwirkt. Und genau. Das Beste ist natürlich, ich glaube, jeder kennt jemanden, der jemanden kennt oder weiß selber von sich aus. Du hast eine Micro-USB-Steckverbindung und dann warst du falsch rum drin, hast versucht, die reinzuwirken und dann kaputt. Landet die Buchse irgendwie im Gerät drin oder so. Ja, auch hier hast du einen Aufhänger, dann hast du ein Magnet. Ich komme mir gerade vor wie bei QVC. Ganz schnell bestellen, bevor es dann begrenzt ausverkauft wird. Weil hier sind sauteure Substanzen drin. Tatsächlich ist es aber nicht bezahlt. Ich habe es alle selber gekauft, um euch das mal zu zeigen. So, dann, die finde ich cool, weil auch hier magnetisch, alles klar, auch Flächenleuchte, auch so ein Haken. Den Haken, muss ich sagen, finde ich etwas billo. Ja. Also er wird wahrscheinlich seinen Zweck tun, aber wie schön wäre doch die Welt, wenn dieser Haken jetzt irgendwie so richtig schön gefräst wäre oder so. Weißt du, was ich meine? Ja. So schwarz eloxiert. Das würde wahrscheinlich noch mal eine ganze Ecke mehr hermachen. Wenn Herr oder Frau Philips zugucken, so ein Karabiner zum Ausklappen. Ja, wäre auch nicht schlecht. Ich weiß nicht, wie könntest das funktioniert. Könntest du auch als Gürtelclip gleichzeitig benutzen. Ja, sowas, ne? Stimmt, Gürtelclip. Laden genau gleich, auch hier mit den Kontakten oder über USB. Aber jetzt kommen wir mal zur smarten Ausgabe. Hier hast du nämlich quasi die LED-Anaconda. Die LED-Anaconda, ja, das hast du schön gesagt. Das ist schön, ne? Ich habe wochenlang drüber gebrütet. Ja. Erstmal hier der Lampenkopf, ne? Der ist metallisch, also das wird wahrscheinlich irgendwie Alu sein oder sowas. Aber vielleicht fragt sich jetzt der eine oder andere, warum habe ich jetzt hier, dann kann ich nach da leuchten, nach da. Könnte ich ja auch mit dieser Leuchte irgendwie machen. Hast du, wir haben vorher nicht drüber gesprochen. Nee, wir haben nicht drüber gesprochen. Ich weiß es wirklich aus dem aktuellen Anlass auch, wenn du zum Beispiel jetzt bei der Festool, als wir die gedreht haben, und du willst da reingucken, ja, okay, jetzt hast du eine Lampe und leuchtest von außen in so einen Schlitz rein, dann blendet der dich und du denkst, ja, da kommt überhaupt nicht kein Licht an. Ja. Hier kannst du dann wirklich in so einen engen Bauraum gehen und führst die Lampe da ein und guckst dann da, linst dann da so rein, aber das blendet dich nicht mehr. Und dafür ist sowas optimal. Und Nebeneffekt ist natürlich ja klar, du kannst das hier als kleines Spotlight. Ja. Ich hätte jetzt wahrscheinlich eher so, weil ich ja jetzt auch gerade auf der Suche nach einer DR650 bin, um damit in den Tank zu gucken, ob der rostig ist. Genau, das ist der Fall. Ja, ja, weil wenn ich da mit so einer Lampe rangehe, da würde ich mich wahrscheinlich eher selber blenden und hiermit kann ich direkt reingucken. Mhm. DR650, der Kollege ist jetzt auch bekehrt. Ich habe meine Missionarsarbeit geleistet. Ich verlinke euch nochmal gerade das Video von der Suzuki Gang bei Jens auf dem Kanal. Dann wisst ihr, was ihm demnächst blüht. Ich freue mich schon richtig. Ich freue mich auch. Wir werden viel Spaß wieder haben. So, aber jetzt kommt dein Auftritt. Jetzt kommt mein Auftritt. Diese Lampen haben ja noch ein kleines Feature. Wie oft hat man das, dass man die auf der Baustelle irgendwo hingelegt hat? Ja, oder in der Werkstatt irgendwie unterm Auto, was weiß ich. Oder im Wohnwagen. Und die Haube ist vielleicht schon zu. Oder ich weiß auf jeden Fall nicht, wo die Lampe ist. Ich will Feierabend machen und sehe, toll, die ist nicht am Ladegerät. Beispiel. Ich habe im Wohnwagen eine Lampe gehabt. Was weiß ich welche. War in der Sitzruhe am Verkabeln. Carsten war da, hat die Sitztruhe zugemacht. Ich laufe rum und denke, wo ist die Lampe? Und wenn du es nicht genau weißt, dann suchst du ja erstmal. Aber kommst vielleicht da nicht drauf. Ja, genau. Und die hier hat halt eine Fernbedienung, die man vorher anlernen muss. Hat einen kleinen Sensor, stecke ich hinten rein, lerne die an. Und die liegt im Radius von 10 Meter. Und dann drücke ich drauf und sie fängt an zu piepen. Und nicht nur, dass sie piept, sondern wenn sie auch dennoch in dem Moment aufgeklappt wäre, würde sie mir sogar noch entgegenleuchten. Mhm. Also muss ich sagen, das ist schon wieder echt super. Hört auch nicht auf,
bis ich sie gefunden habe und drauf gedrückt habe. Weißt du, was das ist? Das ist eine Funklinge für Arme, fürs Haus. Du packst diesen Sender einfach vorne an die Haustür als Klingel. Ja, da ist ein Loch drin, kannst du auch ranschrauben an die genau, Tür. Genau, dann schreibst du statt zwei, schreibst du Klaus Bärbel drauf. Du kannst aber auch zwei Lampen mit anlernen. Das heißt, wenn du hier einen Sender drin hast, hier einen Sender, könntest du einen im Erdgeschoss und einen im Dachgeschoss machen. Hast du, ja. Perfekt. Taschenlampe und Funkgong in eins. Nee, aber das ist zumindest auch smart. Von daher haben die Kollegen sich auch was gedacht, ne? Ja. Ich fand da nur so, hier fehlt mir jetzt so die eierlegende Wollmilchsau. Die ist für Detailer so. Die hat die beste Farbwiedergabe, der komplette ja. Farbtreue UV. Hier denke ich, finde ich schon sehr smart, dieses Teil hier. Und gut, du könntest das ja auch machen. Guck mal, du kannst ja auch das natürlich so drehen. Jetzt ist es nicht so geschützt. Der Vorteil wäre ja, so ist es geschützt, wenn es runterfällt oder so, hast du keine Kratzer auf der Linse oder was weiß ich. Aber du könntest ja auch hier das mit dieser hohen Farbtreue machen. Du hättest auch die Möglichkeit, da auch noch das Thema UV und dann noch den. Du möchtest aber wieder alles in einer Lampe. Ja, wäre ja wahrscheinlich möglich, denke ich schon, ne? Ja, Herr Philips. Vielleicht mal überlegen. Wieso, Herr? Könnte ja auch Frau Philips sein. Ja, Familie Philips. Wusstest du, dass Philips lange Jahre nicht in den USA auf den Markt durfte, weil Ford hat Philco gekauft. Also Philco war Unterhaltungselektronik, die haben ihre okay. Autoradios selber dann gebaut. Philco hießen die. Okay. Philadelphia Electronics oder sowas. Okay, nee, kannte ich nicht. Und dann sind die irgendwann aus dem Markt, 80er, und erst dann ist Philips auf den US-Markt, weil sie sonst unter Philips nicht hätten. Das ist wieder so Wissen, was keiner braucht, aber... Ich wollte es nur mal gesagt haben. Ja, haben es besser als brauchen. So, dann haben wir noch, die haben wir ja schon seit Ewigkeiten hier in der Werkstatt, die kleine Viha-Lampe. Ich finde die halt schon nur super, weil man sie abknicken kann. Weil man kann sie an die Latzhose machen. Man hat in dem Moment keine Stirnlampe, wenn man sich ein bisschen bückt oder nach hinten rollt. Kannst du mit der Brennstuhl auch, aber die kriegst du ja momentan schlecht zu kaufen. Genau. So, und das kann man hier mitmachen. Sie hat hier auch einen starken Magneten, das heißt, ich kann sie auch irgendwo ranhängen. Aber die hat einen Knopf-Hoff. Wenn ich hier lange auf den Laser drücke, ich zeige es jetzt mal extra hier auf dem Tisch, genau andersrum, wenn ich sie hinstelle, mittig auf meinen Tisch, kann ich damit mir die Lampe an die Decke anzeichnen. Ja, weil du die Mitte und von der Decke dann ganz genau, hast, ne? Und das ist halt an der wieder total super. Klar könnte ich jetzt auch sagen, ich nehme einen Laserpointer dafür. Hast du aber nicht immer dabei. Genau, habe ich nicht immer dabei. Und die Lampe hat halt dadurch diesen Kniff, ne? Und das ist halt echt super. Die hat auch UV, die auch hat Schwarzlicht. Okay, das wiederum wusste ich jetzt nicht. Auf jeden Fall ein smartes Werkzeug, wenn auch nicht für 3,50 Euro zu haben. Was zahlst du? Um die 70 Euro. Ja. Man muss dazu sagen, die ist nicht aufladbar. Ihr braucht drei AAAs, die kommen dann in so einen Käfig hier und dann da rein. Vorteil ist klar, im Notfall, du bekommst die Dinger an der Tankstelle. Fände ich aber cool, wenn wir vielleicht mal eine überarbeitete Version hier bringen würde mit einem Akku. Denn auch das könntest du ja einen 18650er Akku da reinmachen, ja. 3,7 Volt mit einem Chip drauf, dass du mit USB laden kannst, alles wunderbar. Und auch den Akku könntest du dann wechseln, ne, wenn er mal kaputt ist. Aber was natürlich blöd ist, wenn du diese Dinger hast, wo dann der Akku fest verbaut ist, wie bei der Brennstuhl, ja. Da wird es irgendwann, denke ich mal... Aber hier könntest du ja wahrscheinlich wunderbar ein Update machen, wo du den drauf drückst, wo du hinten den USB-Adapter hast. Irgendwie so, ja. Na? Ja, das wäre nochmal eine clevere Sache. Ne? Ich sehe schon den Shitstorm, der in ein paar Jahren auf uns zukommt, dass diese Brennstuhllampen alle kaputt gehen, weil die Akkus Fratze sind. Und ja. Heißt, ihr habt aber damals uns das empfohlen. So, nachdem wir die smarten Akkulampen gezeigt haben, da steigt jetzt die Spannung im wahrsten Sinne des Wortes von wenigen Volt auf standesgemäße 230 Volt. Wir haben euch nämlich Stromerzeuger mitgebracht. Und zwar smarte Stromerzeuger, die ich wirklich lieben gelernt habe, muss ich sagen. Denn es begab sich, dass ich ja mit meinem Wohnwagen auf der Bauma stand und ich bin ja mit dem Wohnwagen relativ autark. Ich habe viel Solar drauf, ich habe 16 Kilowattstunden Lithium drin. Das bringt nur alle nichts, wenn dann der Campingplatzbetreiber sagt, da vorne ist dein Platz und da... Du warst da, ja. Da war gar nichts an Sonne, das Wetter war dann auch noch bescheiden und selbst als die Sonne schien, war nichts mit Sonne. Problem war auch noch, es gab dort keinen Strom auf diesem Platz. Also was tun? Ich bin also in den Hornbach-Baumarkt gefahren, habe geguckt, wo kriege ich jetzt einen Generator? Und da hatten sie diesen Champion, den habe ich schon mal auf, glaube ich, auf der Eisenbahnmesse gesehen. Und der ist mit B-Fuel, das heißt, ich habe Benzin und ich kann ihn hier mit LPG nutzen.
finde ich so gesehen eine sehr smarte Sache. Warum? Wenn ich jetzt beispielsweise beim Campen oder so bin, ein Kanister Benzin zu transportieren, ist schon mal ein bisschen umständlicher als eine Gasflasche. Denn Benzin kann auch im Kanister mal überschwappen, umklippen, kann was auslaufen. Es riecht vor allen Dingen. Eine Gasflasche ist erstmal geruchsneutral. Es sei denn, du lässt sie auf, dann riecht es irgendwann ein bisschen komisch. Und wenn du dann nicht irgendwie agierst, dann hast du auch nachher ein anderes Problem. Dann ging es nur noch darum, Öl drauf zu kippen und dann lief das Ganze. Was man natürlich jetzt hier erkennen kann, ist, dass ich hier so einen Adapter habe für den Gasbetrieb. Ich frage mich, ob das nochmal so ein Verdampfer oder sowas ist, der irgendwie das Gas vom Flüssiggas irgendwie dann gasförmig macht. Ich weiß es nicht. Allerdings ist das so ein bisschen umständlich und sieht auch so ein bisschen komisch aus. Das ist so ein bisschen leichter Abzug in der B-Note, aber wir haben den Generator dann regelmäßig benutzt während der Baumer und er ist tatsächlich aus meiner Sicht ein bisschen leiser vom Verbrennungsgeräusch, aber das ist minimal. Du willst es trotzdem nicht genau neben dir stehen haben. Und der ist angegeben mit 2200 Watt. Das ist ein Inverterstromgenerator, das heißt, der macht eine echte Sinuswelle und nicht eine modifizierte Sinuswelle. Hintergrund ist, wenn du eine modifizierte Sinuswelle hast, dann hast du so ein Rechteck im Sinus und das ist nicht so gut für Geräte wie Elektronik oder so. Die können eventuell Schaden daran nehmen oder laufen auch gar nicht an. Hiermit kommst du eigentlich für alles, was du so hast, über den Tag. Also auch eine Nespresso-Maschine kannst du damit laufen lassen. 2200 Watt ist allerdings Peak. Ich glaube, wir haben so um die 1,8 kW, 1,6 kW im Dauerbetrieb rausgezogen. Das ging dann noch. Dann war irgendwann die Gasflasche leer. Hält allerdings relativ lange, denn in einer 11 Kilo Gasflasche sind 22 Liter drin. Jetzt ist der Brennwert ein bisschen anders. Das heißt, ich kann das nicht mit 22 Liter Benzin vergleichen. Aber trotzdem habe ich deutlich mehr Brennstoff dabei, als wenn ich jetzt hier nur einmal so einen 5-Liter-Kanister hätte oder den Tank gefüllt hätte. Ja. Und dann Ende vom Lied, nach der Messe, habe ich das Ding so in meinen Kofferraum gepackt. Es hat nichts gestunken. Es hat auch noch den Vorteil, wenn ich jetzt mit Benzin das betreiben würde, hätte ich den Vergaser. Der Vergaser kann wiederum, wenn er länger lagert, verharzen, irgendwelche Düsen und so weiter. Kennt man ja auch, Zündfälligkeit des Benzingemisches ist dann nicht mehr so tolle. Hier hast du damit überhaupt kein Problem. Das Ding ist, ich würde mal sagen, ja, 30 Stunden bestimmt gelaufen. Da riecht nichts, es ist einwandfrei. Und du bist ein bisschen still, ne? Aber wir müssen dazu sagen, du hast das Gerät auch nicht im Betrieb gehabt. Nee. Ich habe den wirklich ausgiebig getestet. Springt auch leicht an, also alles easy. Ich habe 900 Euro bezahlt. Im Internet habe ich gesehen, mittlerweile auch vielleicht mal so um die 800 Euro. Die ganzen Prepper, die haben mittlerweile so ein Ding, deswegen gehen die Preise wieder runter. Aber wenn du denkst, das ist schon gut, kommt Ecoflow um die Ecke und präsentiert dieses Gerät. Das ist im Prinzip auch ein Dual-Fuel-Generator, aber ihr habt ja das Video gesehen über unsere Ecoflow Powerbanks. Verlinken wir gerade noch mal oben. Und dieser Generator sieht so ein bisschen aus wie diese großen Delta Pros, also diese Powerpacks oder Powerbanks mit 3,6 Kilowattstunden Kapazität. Ähnliches Gehäuse, auch das System bei Ecoflow. Wir haben hier dieses Display. Und das Smarte ist, du kannst diesen Generator wirklich in Verbund als System mit diesen Ecoflow Powerbanks benutzen. Die reden untereinander. Die kannst du auch über die App bedienen. So, und jetzt denkst du, okay, hier habe ich ja einen Reversierstarter. Ja. Hier sehe ich keinen, beziehungsweise ich habe einen. Brauche ich aber nicht unbedingt, denn der hat einen E-Starter. Und wenn beispielsweise die Powerbank keinen Saft mehr hat, dann kann der sagen, okay, ich springe jetzt an, ich mache jetzt 2 Stunden wieder den Akku voll und dann gehe ich wieder aus. Also wirklich so eine Hybridlösung. Sehr schön. Ausgangsleistung im 230 Volt Bereich, auch 1,8 kW. Aber ich habe hier so ein Ladekabel und das ist wiederum jetzt smart, denn das Ladekabel gibt Gleichstrom raus. Denn wenn man sich jetzt mal vorstellt, ich könnte ja auch hiermit jetzt die Powerbank laden. Das heißt, ich gehe an den 230 Volt Ausgang, ich habe Wandlungsverluste, ja. Dann gehe ich in die Powerbank mit dem Kaltgerätestecker. Dort muss ich ja den Wechselstrom auch wieder auf Gleichstrom wechseln, umwandeln, da habe ich auch wieder Effizienzverluste. Und hier gehe ich dann mit Gleichstrom direkt aus dem Generator
ohne diese 230 Volt Umwandlung direkt in die Powerbank und brauchst da auch nicht mehr umwandeln, bin dann entsprechend effizienter. Sieht auch ein bisschen schicker aus. Das Design ist super. Aber hier liegen wir auch nicht bei 800 bis 900 Euro, sondern 1600 Euro. Kannst du so gesehen nicht vergleichen, wenn du jetzt nur sagst, du willst einfach einen Generator haben, bist hiermit, glaube ich, ganz gut bedient. Wie gesagt, das finde ich, hätte man schöner machen können. Beim EcoFlow ist zum Beispiel der Gasanschluss auch hier hinter diesem Stopfen, ist so ein Quick-Connector. Kennt man auch aus dem Camping-Bereich, kannst dann einfach drauf machen, es macht Klick, dann ist die Flasche verbunden. Mehr brauchst du nicht machen. Der ist schon nice to have, aber richtig ausspielen kann der seine Vorteile, wenn du das im Verbund mit der Powerbank machst. Es wird nochmal ein eigenes Video dazu geben, aber aktuell ein smartes Werkzeug und gerade da habe ich ja auch wirklich Erfahrung und habe nicht gedacht, dass das mit dem LPG echt so cool ist, weil am Anfang dachte ich, naja, du kannst einfach auch Gas nehmen statt Benzin, aber dass es insgesamt viel besser ist beim Campen. Ich sag mal, du hast hier einen 4-Liter-Tank, hier auch für Sprit. Da kommst du hier vielleicht so 6 bis 8 Stunden, wenn du richtig Leistung ziehst, kommst du da auch nicht mit hin. Aber dann ist halt der Tank leer. Ja. Und eine 20 Kilo und eine 11 Kilo Flasche, die hält also auf jeden Fall, kannst du damit einen Tag auskommen. Ne? Hier ist natürlich blöd, du hast keine Leistungssteuerung. Das heißt, wenn du merkst, okay, ich habe jetzt meinen Akku voll, musst du raus, musst das Ding ausstellen, geht auch noch. Aber du musst es auch irgendwann vielleicht nachts dann nochmal wieder anmachen oder so. Ja. Und hier kannst du es wirklich vom Handy aus mit der App machen. Schon mega. Gibt auch, glaube ich, keinen vergleichbaren, der hier mit den Powerbanks und so weiter kommuniziert. Wüsste ich zumindest gerade nicht. Habe ich auch noch nichts gesehen. Und wenn ich mir so ein Ding kaufe an eurer Stelle, ich würde auch echt vermeiden, den überhaupt dann noch mit Benzin zu betreiben. Also für mich wäre dann Benzin die absolute Notlösung. Aber dann hast du halt Gestank im Tank. Ne? Und dementsprechend wahrscheinlich auch im Wohnmobil oder im Auto, wo du es transportierst. Genau. So, und getreu dem Motto, ihr kommentiert, Brockschmidt spendiert, sollt ihr jetzt mal wieder eure Meinung zum Video und eure Favoriten aus diesem Video unter das Video kommentieren. Und unter dem Hashtag smartes Werkzeug hauen wir wieder einen raus. Auch ein richtig smartes Werkzeug, ein Klassiker, den alle von euch lieben, haben wir wie immer unten unterm Video verlinkt. In diesem Sinne, macht's gut. Bleibt uns treu und kleiner Hinweis noch, schickt uns eure Top 3 Werkzeuge. Wir warten darauf, wir wollen wieder weitermachen mit der Serie. In diesem Sinne, schönen Tag noch. Dito. Ciao. Wir testen heute ein 20 Euro, es kommt aus China, es ist 20 Euro, es ist smart. Ja. Übrigens gestern super gebrauchen können für die RTKS. Ach Quatsch, jetzt sage ich RTKS. Reifendruck RDKS. Ja. Und jetzt fragt ihr euch, ob die Sound machen. Die macht keinen Sound. Das wird doch keine singende Säge. Oh, das klingt aber schön. Alter, ey. Schnell ändern. Nein. Ich habe nämlich gerade gedacht, MC Hammer. Sledgehammer. Sledgehammer. Oh, und ich habe vorhin noch gesagt zu Marco, oh, das Bild ist noch dahinter. Wir brauchen einen digitalen Bilderrahmen, dass wir das immer gleich da drüber haben. Oh. Oh, nein, hier, Arbeitsunfall. Da kann ich bis zu einem Radius von 10 Meter, da drücke ich drauf und jetzt piept die nicht. Alter, ich habe das schon so, ja, wie hast du das jetzt gemacht? Das ist eine gute Frage, was ich gemacht habe.